mit dem genauen Modell sieht es so aus, dass wir mit Credits arbeiten. Quality Time Credits, das heißt, jedes Community-Mitglied kauft am Anfang einfach einen ersten Batch von Quality Time Credits für 50 Franken und kann damit dann Boot fahren gehen. Das ist was sich jeder leisten kann. Wenn man Freunde bringt, kriegt man die umsonst. Und damit kann ich fahren. Die kann ich ausgeben. Wenn ich weiterfahren will, kaufe ich mir einfach neue. Das ist für die Nachfrageseite. Und für die Angebotsseite, Bootsbesitzer und Bootsführer verdienen einfach diese Credits und können die dann wieder zurücktauschen über unsere Plattform. Und so verdienen sie Geld. Wie versteuern wir die Einnahmen unserer Plattform-Mitbetreiber? Wir haben ein Community-Modell, das heißt, wir gründen in jedem Land, in dem wir sind, einen Verein, wo du Mitglied wirst. Das heißt, wenn du Leute mitnimmst auf deinem Boot oder wenn du dein Boot abgibst an andere Vereinsmitglieder, handelt es sich nicht um eine Vermietung und auch nicht um Personenbeförderung. Und deswegen müssen wir die auch insbesondere nicht versteuern. Wir bauen eine Community, wo Menschen Mitglied werden können und untereinander, unter Freunden, eben Boote und auch Dienstleistungen austauschen können. Wir bieten dafür die Plattform, über die sie sich organisieren. Wir als Boatify zahlen natürlich dann wieder eine Steuer, aber wir sind eine eigenständige Firma. Wir sind nicht der Verein, sondern wir haben einen Lizenzvertrag mit dem Verein. Das heißt, wir sind quasi die Marketingagentur für den Verein, die die Plattform zur Verfügung stellt, über die sich die Vereine organisieren in jedem Land.